Indianer, ein meist friedliches Volk unter der Sonne Manitus. Sie lebten schon Jahrzehnte in diesem Land. Sie verehrten die Erde, da sie wussten, dass sie ihnen nur geliehen ist. Sie nahmen nur das, was sie zum Leben brauchten. Sie behandelten die Natur mit Liebe und Respekt. Doch die Entdeckung Amerikas im Jahre 1492 brachte immer mehr Siedler, Einwanderer und Entdecker in dieses Land. Ihren Spuren folgten auch Banditen und Desperados. Das Eindringen des weißen Mannes, Gewalt, Mord, Verrat, Habgier und der Hass des weißen Mannes brachte dieses sonst so stolze und liebende Volk zu einem verzweifelten Feind aller guten Dinge. Einer dieser grausamen Häuptlinge war er. In allen Städten, an allen Lagerfeuern des wilden Westens zitterte man vor seinem Namen. Torquicava, der schwarze Mustang. Die Krieger der Comanchen mögen das explodierende Feuer anbringen. Bald wird wieder eine Postkutsche durch unser Land fahren. Die Weißen sollen unseren Hass zu spüren bekommen. Ah, Xenanda. Hat Xenanda das Pulver und die Gewehre im Lager der Weißen zerstört? Nein, noch nicht. Gerade als Xenanda dies tun wollte, kamen weiße Männer in die Waffenkammer. Er musste sich verstecken und flüchten. Ah, ist Xenanda ein Feigling? Er soll sich als Scout bei den Weißen vorstellen. Dann wird er die Waffen zerstören. Du bist ein Halbblut und tu gefälligst deine Dinge, die man dir befiehlt. Torquicava ist doch mein Großvater. Wieso erkennt er mich nicht als einen ihrer an? Torquicava hasst die Weißen. Nicht zuletzt, da meine Tochter einen weißen Hund zum Manne nahm. Sie zerstören unser Land, töten und vertreiben unsere Bisons. Außerdem töten sie unsere Kinder, ohne dafür Reue zu zeigen. Will Torquicava deshalb auch unschuldige weiße Kinder und Frauen töten? Schweig! Wag es ja nicht, deinen Häuptling zu belehren, oder du wirst sterben. Wir töten keine Frauen und Kinder. Wir sind nämlich nicht wie die Weißen. Es wäre eine Schande für uns, sowas zu tun. Die Postkutsche kommt. Los, verbergen wir uns. Die Postkutsche aus Santa Fe fuhr inzwischen durch die Prärie. Die Reisenden ahnten nicht, dass sie schon bald in größte Gefahr geraten würden. Bringt mir die beiden Kutscher und die anderen Reisenden. Torquicava wird euch töten. Dafür, dass ihr in unserem Land unsere Mutter Erde zerstört. Die Bleichgesichter mögen sagen, wer sie sind. Damit Ruhm und Ehre an Torquicava herankommen, wenn er euch getötet hat. Ey, verpipst noch mal. Sind wir denn schon an der Endhaltestelle? Leute, das ist der schwarze Gaul, der schwarze Mustang. Ah, guten Tag, Herr Schwarz. Herr Mustang. Ach, egal. Erstmal zu mir. Ich bin Heliogabalus Morpheus Edward Franke aus Moritzburg bei Dresden. Wie können wir Ihnen helfen? Also, ich bin Asael Benjamin Timpe aus Blauen. Aber Häuptling, was wollt ihr denn von uns? Warum werden wir von euch hier angehalten? Ich bin Kasimir Obadiah Timpe. Ich komme aus dem schönen Frankenland. Dürfen wir jetzt bitte weiterziehen, Herr Häuptling? Wir suchen unseren Vetter, der uns betrogen hat mit der Erbschaft. Nahum Samuel Timpe heißt der Dreckaffe. Ihr werdet alle sterben. Ihr befindet euch auf unserem Gebiet. Dafür sollt ihr euer Leben lassen. Wer ist das letzte Bleichgesicht in der Kutsche? Ich bin Old Shatterhand. Die Comanchen mögen sich zurückziehen. Old Shatterhand, die bösen Geister sind mit dir. Wir sehen uns bald wieder. Lankatana, hey! Die Bleichgesichter im Furwood Camp sollen alle des Todes sein. Hau! Der Häuptling möge es sich gut überlegen. Geht es euch allen gut? Ei, verbipschnurre Morins, nötig ist schon. Der Herr Schwarz wollte uns wohl in seinem Lager aufhängen.
Doch mein Skalp, den brauche ich noch. Torquicava treibt schon lange sein Unwesen. Er hasst alle Weißen und will sie vertreiben. Viele sind schon in seine Hände gefallen und wurden nie wieder gesehen. Ui, 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 da wird mir ganz anders. Hoffentlich laufen wir diesem Lulatsch nicht mehr über den Weg. Das möchte ich auch nicht. Der hat doch nicht nur einen Vogel, sondern ein paar mehr. Nun gut, dann lasst uns ins Furwood Camp fahren. Kutscher, es geht weiter. Wir müssen den Bewohnern zur Seite stehen und sie warnen. Unweit des Ortes des Postkutschenüberfalls lag das Eisenbahnerlager Furwood Camp. Furwood Camp befand sich inmitten eines Tals, in einem großen Steinbruch gelegen. Den Namen Furwood bekam das Lager aufgrund der vielen Tannen, die hoch zum Himmel emporragten. Viele Eisenbahner hatten hier Arbeit gefunden. Der gutmütige Leiter Mr. Leverett versuchte jedem die Möglichkeit zu geben, sich zu beweisen. Auch viele Chinesen hatten dort Arbeit gefunden, was auch einigen Ärger mit sich brachte. Gib mein Leis zurück! Nein! Du hast mir meinen Leis gestohlen, du gelbes Ungeheuer! Ach, Boss! Warum habt ihr nur diese Chinesen eingestellt? Die können nicht mal richtig sprechen. Sie arbeiten mehr als die Weißen und sind auch nicht so anspruchsvoll. Ah, die mit ihrem komischen Glauben. Drachen, Geister, Dämonen. Die regen mich tierisch auf, Boss. Hey, Hong Kong, was ist denn bei euch los? Der Halunke hat mir meinen Leis gestohlen. Ich habe eh schon so wenig. Gar nicht wahr. Du hast meinen Leis von meinem Platz genommen. Gib ihn wieder her. Leute, beruhigt euch. Ich habe eine Idee. Wie wäre es, wenn ihr euch den Reis teilt? Dann hat doch jeder was. Oh, weise, große, gütige Mann. Seien so schlau und nett. Das ist eine gute Idee. Wir teilen also, du gelbe Heuschlecke. Cool. Na, Walte. Ach, irgendwie sind die auch lustig. Clifton, schau doch mal in die Waffenkammer. Auch er war ins Furwood Camp gekommen, um für Frieden und Gerechtigkeit zu sorgen. Sie kannten ihn alle. Er war ein gerechter und edler Krieger. Seine Taten werden mit voller Bewunderung überall erzählt. Der edelste der Indianer, Winnetou, der Häuptling der Apachen. Winnetou ist froh, im Furwood Camp zu sein. Er grüßt seine weißen Freunde. Winnetou ist froh, im Furwood Camp zu sein. Er grüßt seine weißen Freunde. Winnetou, großer Häuptling der Apachen, auch wir grüßen dich. Winnetou kommt, um euch zu sagen, dass die Comanchen in der Gegend umherschleichen. Die Comanchen? Wir dachten immer, sie seien friedlich. Doch da, die Postkutsche kommt. Oh nein, Mr. Leverett, das sind sie nicht. Wir wurden von den Comanchen überfallen. Vom schwarzen Mustang. Es kann gut sein, dass sie euch auch noch überfallen werden. Mein Henry-Stutzen konnte sie jedoch im Zaum halten. Die Comanchen kamen und wollten uns die Skalpe nehmen. Kommt, Haas und Kaas, wir gehen jetzt erstmal einen Happen essen und trinken. Da vorne im Wirtshaus. Nach dem ganzen Stress brauche ich jetzt eine Ablenkung. Am besten erzählt ihr mir von dem Halunken, den ihr suchen tut, im weiten, wilden Westen. Oh ja, das lassen wir uns nicht zweimal sagen. Komm, Haas, da reden wir mal genau über den Erbschaftsbetrüger. Jawohl, den Hund kriegen wir schon. Siehst du diese wunderbaren, schönen Gewehle? Ja, die seien bestimmt sehr weltvoll. Wenn wir die hätten, wir müssten nie wieder hier für einen Hungerlohn arbeiten. Wir wählen leicht. Wir schnappen uns diese Gewehle und verlaufen sie. Wir werden viel Geld dafür bekommen. Wir wollen nie mehr arbeiten müssen. Wir werden wohlhaben.
diese Männer sein. Hey, schaut mal daher, was ich da habe. Ein Indianer. Statt neben unseren Gewehren und bei unseren Pulverfässern. Komm, rede endlich. Was hattest du vor? Ich wollte als euer Scout arbeiten, habe aber das Büro nicht gefunden. Ich wollte mich anmelden. Ich bin ein tapferer Krieger der Upsarokas. Yatu Inda ist mein Name. Ach so, na gut, wenn's weiter nichts ist. Das Büro ist dort vorne. Mein roter Bruder spricht mit gespaltener Zunge. Willkümmel und um eure Pfälde! Eins muss man ihnen lassen. Fleißig sind die Chinesen. Aber was meinst du, Winnetou? Dieser Krieger ist keiner der Upsarokas. Er heißt nicht Yatu Inda. Sein wahrer Name ist Ixenanda, die böse Schlange. Er ist der Enkel von Tokikawa, dem schwarzen Mustang. So, du Halunke. Wolltest dich wohl hier einschleichen, damit du uns überfallen und ermorden kannst. Dass deine Freunde von Comanchen herkommen und über uns herfallen wie der Bär über eine Maus. Clifton, sperre ihn ins Gefängnis. Am besten lasst ihr Wachen aufstellen und kontrolliert eure Waffen. Man weiß nie, ob sie zerstört sind. Die Comanchen würden dann über uns herfallen und alle töten. Winnetou, am besten machen wir einen Erkundungsritt, um die Gegend zu beobachten. Man weiß nie, was passieren kann, mein Bruder. Ich will ja nicht stören, aber hier sind eure Pferde. Die Chinesen haben sie einfach da vorne am Rande der Tränke stehen lassen und sind abgehauen. Uff, wo sind unsere Gewehre? Sie sind verschwunden. Die gelben Männer müssen sie gestohlen haben. Oh nein! Sollten wir überfallen werden, würden uns die Comanchen wie die Hasen erwischen. Los, folgen wir der Spur der beiden. Sie können noch nicht weit sein. Eins ist sicher, die beiden werden dafür lange alles von oben nach unten und von unten nach oben sauber machen. Winnetou und Old Shatterhand brachen auf, den Spuren der beiden Chinesen verfolgend, um ihre Gewehre wiederzuerlangen. Unweit des Eisenbahnlagers entdeckten sie eine verdächtige Spur. Dort, Charlie. Das sind Spuren. Was ist das? Das sind Reiskörner. Sie müssen von den Chinesen sein. Chinesen können nicht ohne ihren Reis sein. Er ist für sie wie für die Indianer der Medizinbeutel. Auf meinen vielen Reisen durch sämtliche Kontinente lernte ich viele Völker kennen. Die Beduinen, die Araber, die Asiaten, ja auch die Afrikaner und eben die Indianer. Doch, da vorne streiten sie schon wieder. Los, wir schlagen zu. Du Idiot! Du hast meine Leichschüssel hinunterfallen lassen! Gar nicht wahr! Sie ist dir aus der Hand geluscht! So, ihr beiden Komiker, ihr gebt uns jetzt sofort die Gewehre wieder! Habt ihr überhaupt eine Ahnung, dass ihr mit eurer Aktion die gesamten Bewohner des Fairwood Camps hättet in Gefahr bringen können? Wenn die Comanchen uns überfallen hätten, wären viele Männer, aber auch Frauen und Kinder gestorben! Denkt nächstes Mal besser nach! Wie wollten sie doch nun in San Francisco verlaufen, um endlich ein besseres Leben zu fühlen? An die Worte meines Bruders Charlie ist nichts hinzuzufügen. Doch, nun lass uns schnell zurückgehen. Wer weiß, wann der Angriff toben wird. Lass uns reiten, Charlie. Diese verdammten Schlaubergel! Komm! Wir werden uns an den beiden bald lächeln. Winnetou und Old Shatterhand konnten ihre Gewehre wiederbekommen. Sie machten einen Erkundungsritt, um zu sehen, ob die Comanchen schon in der Nähe waren und wollten anschließend zurück ins Fairwood Camp reiten, um bei einem möglichen Überfall den Bewohnern und Bahnarbeitern Beistand zu leisten. Inzwischen bewachte Clifton im Fairwood Camp Ixinanda. So, du Verräter. Jetzt sitzt du da, wo du hingehörst. In der Zelle.
Der weiße Mann möge sich nicht freuen, bevor der Tag sich dem Ende neigt. Hell Clifton! Will haben Snaps für euch! Ihr müsst ja so lange bewachen! Oh Gott, nein, die Chinesen! Aber gut, zu einem Schnaps darf man nicht nein sagen. Dankeschön! Schlafblumen seien in Schnaps gewesen. Nun will befleien, Glossen Indianel. Xenander dankt seiner Freundin den langen Zöpfen und der gelben Haut. Was ist hier passiert? Xenander ist geflohen. Die Chinesen haben ihn befreit. Och, wie konntet ihr das nur tun? Ich habe euch das doch eben schon gesagt. Was geht hier vor? Ihr Halunken, was soll das? Ihr habt uns alle noch mehr in Gefahr gebracht. Dafür sollt ihr jetzt auf ewig Putzdienst haben, ihr gelben Teufel. Tut uns so leid. Wir werden nie wieder etwas Böses tun. Versprochen. Ach, geht mir endlich aus den Augen. Winnetou, Old Shatterhand, was tun wir denn jetzt? Zum Forgollo ist es viel zu weit weg, um Soldaten zu holen. Die Comanchen werden uns alle töten. Die Comanchen werden nicht in der Dunkelheit der Nacht angreifen. Es ist ein alter Aberglaube, der uns Gewissheit bringt. Sie denken, sie können bei Dunkelheit nicht in die ewigen Jagdgründe einziehen. Sie werden uns frühestens im Morgengrauen angreifen. Lasst uns in den Saloon gehen und besprechen, was wir tun können. Im Lager der Comanchen warteten Tokwikawa und seine Krieger auf Xenander, der das Pulver und die Waffen vernichten sollte. Erst dann wollten die Comanchen zuschlagen. Das Lager lag grenzend an der Schlucht des Adlers. Krieger der Comanchen! Wir werden hier jetzt auf Xenander warten. Wenn er die Waffen der weißen Hunde zerstört hat, werden wir wie der Geier in der Wüste über das Aas und über die Weißen kommen. Chokwikawa grüßt Xenander. Hat er seine Aufgabe erfüllt? Mein großer Chokwikawa, Winnetou und diese verdammte Old Shatterhand haben mich entlarvt. Sie sind bei den Weißen. Die Waffen konnten nicht zerstört werden. Wir müssen das noch einmal versuchen. Du Idiot! Kann man dich eigentlich für irgendetwas gebrauchen? Hätte meine Tochter dich doch nie bekommen. Du befleckst den Stamm der Comanchen mit Schande. Krieger, umso besser. Die Skalpe dieser Präriehunde werden an meinem Gürtel hängen und mir Respekt und Anerkennung bringen, dass ich Winnetou und Old Shatterhand besiegt und getötet habe. Hau, wir werden aufbrechen. Wir überfallen das Furwood Camp. Alle Weißen sind des Todes. Und wenn tausende Krieger von uns sterben müssen, dann stehen sie in Ehre vor Manitou. Er liebt sie dafür, dass sie für ihr Land gekämpft haben. Während die Comanchen sich auf den Weg machten, das Furwood Camp zu überfallen, bereiteten Winnetou und Old Shatterhand die Bahnarbeiter auf die kommende Gefahr vor. Sie versorgten sie mit Waffen. Bald schon sollten die Comanchen das Furwood Camp erreichen. Sind alle mit Waffen ausgerüstet? Winnetou und Old Shatterhand werden aus dem Hinterhalt kommen. Alle sind ausgerüstet und eingewiesen, Winnetou. Und die Chinesen? Die Chinesen sind gefesselt in meinem Büro, dass sie keinen Schaden mehr anrichten können. Gut, wir werden uns hinter dem Berg verstecken. Sobald die Comanchen das Zeichen zum Kampf geben, werden wir eingreifen. Macht euch keine Sorgen. Winnetou und Old Shatterhand haben bis jetzt jedes Unrecht bekämpft und besiegt. Unsere Überraschung wird die Comanchen sehr zum Staunen bringen. Ja, das ist richtig, wenn's nötig ist. Den machen da gehörig Feuer unterm Arsch hier. Wenn das mal gut geht. Ich möchte eigentlich noch einige Bahnprojekte leiten und nicht schon zu den Engländern fliegen. Hier stehen die Comanchen. Ihr weißen Hunde.
seid alle des Todes. Ihr werdet es bereuen, dass ihr über den großen Ozean gekommen seid, um den Weg des dampfenden Büffels zu bauen. Aber Häuptling, wir tun doch nur das, was uns befohlen wird. Es ist unsere Aufgabe. Und wenn man euch sagt, sprengt euch in die Luft, dann tun die Weißen das auch, oder was? Ihr seid dem Pfad der Hölle gefolgt. Und den Pfad der Hölle werdet ihr jetzt erleben. Feuer! Die Comanchen mögen verschwinden. Die Mescalero-Apachen haben euch umstellt und werden euch töten, wenn ihr es wagt, die Weißen anzugreifen. Winnetou, du Hund. Wir ziehen uns zurück. Fana Luka Mena Hey. Das ist ja wunderbar. Die Indianer retten uns vor den Indianern. Einfach pipsch noch einmal. Die Comanchen durren schnell das Weite. Die Sache ist ihnen wohl zu heiß geworden. Sehr gut. Die Comanchen sind geflohen. Unsere List ist geglückt. Mr. Leverett, bald wird die Zeit der Angst vorbei sein. Winnetou, wir beide verfolgen die Spur von Chokwikawa. Hobble Frank und die beiden Timpes mögen uns begleiten. Aber das lassen wir uns doch nicht zweimal sagen. Abenteuer! Dieser Lulatsch ist uns eh noch eine Entschuldigung fällig. Ja, Charlie denkt wie der Lux. Wir werden Chokwikawa stellen. Die Zeit seiner Grausamkeiten soll vorbei sein. Für alle Zeit. Nach dem missglückten Angriff auf dem Fairwood Camp kehrten die Comanchen in ihre Zelte zurück. Die Krieger waren sauer auf ihren Häuptling. Vor allem der Unterhäuptling Kita Homasha ließ seinem Frust und seiner Missgunst freien Lauf. Dieser Überfall war für nichts. Tokwikawa hätte wissen müssen, dass dort, wo Winnetou ist, auch seine Apachen sind. Er ist der Häuptling aller Apachenstämme. Gegen diese Übermacht hätten wir keine Chance gehabt. Und doch führt Tokwikawa uns in diese Schlacht. Ich verachte dich. Viele Frauen, Kinder und Krieger hätten sterben können. Die Frauen und Kinder hätten um ihre Väter und Männer getrauert. An Kita Homashas Seite hätte es dies nicht gegeben. Schweig, du Hund! Was erlaubst du dir? Was wagst du, deinen Häuptling zu belehren? Immer noch ist Tokwikawa der Häuptling der Comanchen. Dafür sollst du sterben. Kita Homasha fürchtet keinen Tod. Er fürchtet nur länger von der Herrschaft Tokwikawas. Die Herrschaft, die uns alle vernichten wird. Tokwikawa soll für immer gehen und sich nie wieder in den Zelten der Comanchen blicken lassen. Er soll ausgestoßen werden, für alle Zeit. Kita Homasha hat gesprochen. Du hältst die Krieger gegen mich auf, du Hund. Stirb! Halt! Tokwikawa soll sein Tomahawk sinken lassen. Hat er nicht gehört, was sein Volk will? Er will ihn nicht länger als Häuptling. Ein Häuptling soll für das Wohl seines Stammes sorgen. Doch was Tokwikawa tut, ist das Gegenteil. Er führt sein Volk ins Verderben. Du bist kein Häuptling. Du bist eine falsche, winselnde Schlange. Du bist zum Feige zum Kämpfen. Tokwikawa wird auch dich töten. Für diese Beleidigung. Also jetzt hör mal zu, du Lulatsch. Erstmal entschuldigst du dich bei uns für diesen schrecklichen Überfall, verstanden? Schweig, Bleichgesicht. Das wird Tokwikawa nie tun. Er wird nie das tun, was ein weißer Mann befiehlt. Tokwikawa ist eine große Schande für sein Volk. Eine Schande für jeden ehrenvollen Krieger. Für jeden Indianer. Krieger der Comanchen. Soll Tokwikawa gehen? Derjenige, der was dagegen hat, möchte jetzt sprechen. Sieht Tokwikawa?
Sein Volk hat sich von ihm abgewendet. Und nun geh. Geh! Und kehre nie wieder in die Zelte der Comanchen zurück. Winnetou, du Schwein! Dafür zahlst du, ihr alle! Wir werden uns wiedersehen, Apachenhund! Die Comanchen haben sehr weise und klug gehandelt. Tokwikawa hätte euch in den Untergang und in den Tod geführt. Möge Kitahumasha als neuer Häuptling einen anderen Weg gehen. Den Weg des Friedens. Ja, Winnetou. Wir werden diesen Weg gehen. Tokwikawa hat uns alle geblendet und verraten. Er soll dafür büßen. So, der Häuptling ist entmachtet. Jetzt können wir weitersehen. Ja genau, Winnetou und Shatterhand können da uns behilflich sein. Wir suchen noch immer noch nach diesem Erbschaftsbetrüger. Alles haben wir schon abgesucht, aber keine Fährte haben wir gefunden. Der muss sich nach Amerika abgedanzt haben, wie es unsere Verwandten erzählt haben. Wir werden euch helfen, diesen Mann zu finden. Lasst uns losreiten. Können wir dem Frieden der Comanchen trauen? Ja, der Frieden ist gesichert. Die Comanchen werden helfen, sollte man ihre Hilfe brauchen. How? Krieger, lasst uns in den Zelten beraten, was zu tun ist. Winnetou und Old Shatterhand danken den Comanchen. Kommt, Freunde, wir brechen auf. Tokwikawa war voller Hass und Zorn. Er wurde aus seinem Stamm verstoßen. Xenanda schloss sich ihm an. Nun ritten beide durch die Prärie. Dieser Apachenhund! Ich werde mich an den beiden rächen. Eines Tages werden ihre Skalpe an meinem Gürtel hängen und die Comanchen werden mich wieder zu ihrem Häuptling machen. Ja, auch Xenanda wird sich an diesen Hunden rächen. Sie haben uns irre genommen. Den größten Preis, der ein Indianer hat. Psst, Xenanda, da kommen Reiter. Verstecken wir uns! Zu dieser Zeit ritten einige Goldsucher über die amerikanische Prärie. Sie wollten in der Estreco de Cuarzo nach Gold suchen, da sie allesamt sehr arm waren. Sie wurden von einem alten Westmann angeführt, dessen richtigen Namen kennt niemand. Alle nennen ihn nur Majestät. Er geleitete 30-köpfigen Goldsuchertrupp durch diese gefährliche Gegend. Halt, Männer, wir rasten hier. Wir sind schon lange unterwegs. Wir brauchen eine Pause. Bis zur Bonanza. Ist es noch ein weiter Weg? Hoffentlich werden wir bald dort sein. Meine Familie wartet daheim. Sie haben Hunger. Sie haben Durst, weil kein Geld da ist. Meine doch auch. Wir werden schon bald alles verändern. Und die böse Zeit wird vorbeigehen. In der Bonanza, da liegt so viel Gold, dass alle unsere Familien satt werden und nie wieder Hunger leiden müssen. Oh nein, Männer, da ist Tokwikawa, der Häuptling der Comanchen. Äußerste Vorsicht, Männer. Keine Sorge, weißer Mann. Tokwikawa ist allein und er ist nicht mehr der Häuptling der Comanchen. Ich habe euch leider belauschen können. Ich habe gehört, ihr habt Sorgen. Ich kann auch helfen, das alles loszuwerden. Ein altes Geheimnis der Indianer. Die Bonanza auf Huaca. Die Bonanza des Himmels. Dort liegen noch viel mehr und größeres Gold, das ihr euch je vorstellen könnt. Ihr könnt damit alle eure armen Freunde in Deutschland versorgen und ihnen helfen. Sie werden euch sehr dankbar sein. Und jetzt kommt das Beste. Nur Tokwikawa kennt das Geheimnis. Kein anderer wird euch stören. Hier habt ihr einen Plan, der euch dorthin führt. Tokwikawa schenkt es euch. Und er will auch nichts dafür haben. Danke, Tokwikawa. Ich dachte immer, ihr seid so grausam. Doch in Wahrheit seid ihr wohl ein netter und guter Mensch. So ist es. Es wurden viele Lügen
und Unwahrheiten über mich erzählt. Bis bald! So, Männer, wir brechen sofort dorthin auf. Auf geht's! Diese dummen Hunde. Torquicava erkannte den weißen Mann. Sein Skalp wird mir den Ruhm wieder bringen. Er ist ein Westmann, der seit vielen Sommern lebt. Wir werden ihn auflauern und sie dort töten. Lass uns aufbrechen, böse Schlange, dass wir noch vor ihnen dort sind. Betrug und Verrat brachten die armen Goldsucher in Gefahr. Torquicavas Pläne waren furchtbar und bestialisch. Winnetou und Old Shatterhand kamen wenige Augenblicke an diesen Ort, um den Erbschaftsbetrüger der Timpes-Erben zu suchen. Los, na lauf schon, du dummer Esel. Wir haben es doch eilig. Da ist ja der Halunke. Du Betrüger, der Dreckaff. So, jetzt haben wir dich endlich, du Schwindler. Jetzt erzähl, wo ist das Erbe? Schwer zu sagen. Das Erbe gab es nie. Josef Habakuk Timpe hat das Geld in seiner Lebenszeit lieber selber verbrasst und euch nichts übrig gelassen. Er war ein sehr geiziger und reicher Geschäftsmann, dieser alte Geizkragen. Ich brachte es nicht übers Herz, euch das mitzuteilen. Es tut mir leid. Oh, na dann. Naja, macht auch nix. Dann machen wir jetzt halt was zu dritt. Alle anderen sind ja bereits verstorben. Ja genau, so soll's sein. Wenn's nötig ist, gehen wir zurück ins Fairwood Camp. Mr. Leverett hat bestimmt Aufgaben für uns. Also ich persönlich freue mich schon, die Chinesen beim Putzen zuzuschauen. Oder noch besser, sie in den Allerwertesten zu treten. Kommt, Freunde, brechen wir auf. Danke, Winnetou und Old Shatterhand. So long. So long. Macht es gut und passt auf euch auf. Charlie, das sind Spuren. Hier sind vor kurzem 30 Pferde vorbeigeritten. Die Spuren von 2 Indianerpferden sind neben ihnen. Torquicava und Ixinanda. Die Spuren führen zur Estrecho de Guazo. Da gibt es eine alte Legende, eine Bonanza, die es gar nicht gibt. Torquicava könnte über die Weißen herfallen wollen. Die Bonanza des Himmels. Die Weißen sind in großer Gefahr. Wir müssen ihnen helfen. Ich habe von den Goldsuchern gehört, die durch das Land ziehen. Ich fürchte, Torquicava hat hier seine Hände im Spiel. Wir müssen dahin. Die Männer sind in großer Gefahr. Lasst uns reiten. Der Weg führte die Goldsucher zur Estrecho de Guazo, auch Quarzenge genannt. Sie bestand aus harten Quarzfelsen. Kurz vor dem Ende desselben lag ein tiefer, von Nord nach Süd verlaufender Einschnitt, welcher durch die langsam fortfressende Tätigkeit des Wassers, aber auch durch einen plötzlichen Ausbruch vulkanischer Gewalten entstanden sein könnte. Es gab keinen Baum, keinen Strauch, überhaupt keine Pflanze, welche für ihre Wurzeln hier Platz und Nahrung gefunden hätte. Hier sollte eine uralte Legende der roten Völker sein. Ein Ort, in dem viele Goldsucher bereits nach Gold suchten, es aber nie fanden, da es kein Gold gab. Ein Irrglaube vieler Sucher nach dem gelben Metall. Die Bonanza of Huaca, die Bonanza des Himmels. So, hier muss es sein. So, wie es auf der Karte steht, der uns der Indianer gegeben hat. Am Fuße des Berges soll eine Höhle liegen, in der das Gold verborgen liegt. Ich bin so froh, dass meine Familie bald nicht mehr hungern muss. Und ich danke Gott dafür. Doch, du Hund, deine Familie wird weiter hungern und sie wird über dich trauern. Du bist des Todes.
Aber Tokvikawa, ich dachte, du wirst uns helfen und bist unser Freund. Du hast wirklich geglaubt, Tokvikawa hilft dir, du Hund. Wie kann man nur so dumm sein? Manito liebt die Krieger, der voller Hass und List ist. Aber zuvor ihr sterben werdet, soll Xenanda sterben. Er ist der Sohn eines weißen Mannes. Und Tokvikawa hat sich damit nie abgefunden. Und er wird es auch nie tun. Fahr zur Hölle, böse Schlange! Wie grausam! Wie kann man nur sein wie du? Du bist eine Schande für das ganze rote Volk. Du falscher roter Teufel! Auch ihr werdet jetzt sterben. Ich hole mir deinen Skype. Tokvikawa, du Mörder. Manitou wird dich in den ewigen Jagdgründen bestrafen. Du hast deinen eigenen Enkel getötet. Winnetou, du Hund. Jetzt wird abgerechnet. Stirb, du verfluchter Apache. Aber nichts da. Tokvikawa wird für seine Taten jetzt büßen. Winnetou dankt seinem Bruder. Er hat ihn einmal mehr vom Tode bewahrt. Was ist passiert? Die Comanchen hörten die Schüsse in den Bergen. Tokvikawa und Xenanda sind jetzt tot. Ihr Spiel ist beendet. Nun ist endgültig der Frieden eingekehrt. Gut. Der feige Hund hat gebüßt. Jetzt soll die Zeit des Dunklen vorbei sein. Aho, Shinanoahe. Danke, Winnetou und Old Shatterhand. Ihr beiden, ihr seid die größten Westmänner des gesamten Westens. Wie können wir euch nur danken? Ihr habt uns unser Leben gerettet. Könnt ihr uns vielleicht noch verraten, wo wir denn hier gelandet sind? Aber natürlich. Ihr seid an der Bonanza of Hoaka, der Bonanza des Himmels. Hoaka ist ein Wort aus der Akoma-Sprache und bedeutet so viel wie Himmel. Bonanza of Hoaka heißt also Bonanza des Himmels. Während die golddurstigen Bleichgesichter hier überall herumstöberten, um das gelbe Metall zu finden und dabei meist zugrunde gingen, predigten die alten Pedris von den wahren Schätzen, die nur im Himmel zu suchen sind. Dadurch hat sich der Ausdruck Bonanza of Hoaka herausgebildet. Keine Ursache, weißer Mann. Wir helfen gerne, wenn man unsere Hilfe braucht und sie annimmt. Winnetou hörte, ihr seid arm. Winnetou kennt eine Goldader ganz in der Nähe. In den Flagwood-Bergen liegt das Gold. Nehmt es und helft euren Kindern und Frauen. Oh, danke, Winnetou. Wir wissen gar nicht, was wir sagen sollen und wie wir euch danken können. Vielen, vielen Dank. Das ehrt uns alle wirklich sehr. Dann brechen wir mal auf. Oder, Männer? Salam! Ach, Winnetou, endlich ist die Zeit des schwarzen Mustangs vorüber. Ja, Charlie. Dunkle Zeiten gehen manchmal schnell vorbei, manchmal erst nach kurzer Zeit. Doch nach jeder dunklen Zeit kommt auch das Licht und die Liebe zurück. Kita Hamasha wird sein Volk weise und gut führen. Komm, Winnetou, reiten wir neuen Abenteuern entgegen. Habt ihr Lust auf ein weiteres spannendes Kalmai-Abenteuer, wie zum Beispiel Old Shoehand? Dann abonniert diesen Kanal und gebt diesem Video einen Daumen nach oben. Darüber würden wir uns wirklich sehr freuen. Wenn ihr uns einen Kommentar schreibt mit eurer Meinung, können wir sehen, wie es euch gefallen hat und wo wir in Zukunft noch etwas mehr dran arbeiten sollten. Vielen Dank fürs Zuschauen.